Guten Abend miteinander. Ich bin Inge Ammon, aktiv hier in der Brucker Brücke, dass wir stärken. Ich habe heute die Aufgabe, die Referentin vorzustellen für das wichtige Thema Sicherheit neu denken. Sie heißt Gudrun Haas. Gudrun Haas ist langjährige Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und Mediatoren. Ich kenne Gudrun von der Münchner Friedenskonferenz, der internationalen Münchner Friedenskonferenz, muss ich sagen, die immer das gleiche Thema hatte. Frieden und Gerechtigkeit gestalten, nein zum Krieg. Diese Münchner Konferenz, ich muss es doch gleich noch erzählen, gibt es seit 2003 und sie lief immer im Februar parallel zur Sicherheitskonferenz, die im Bayerischen Hof stattfand, der sogenannten Großen. Gudrun Haas ist dort bei der alternativen Veranstaltung im Organisationsteam und Vorbereitungsteam. Ja, und dann ist sie auch noch in einer anderen Arbeitsgruppe Münchner Sicherheitskonferenz verändern, wo sie öfter mit dem Geschäftsführer von der sogenannten Sicherheitskonferenz, SIKO, zusammenkommen, dem Herrn Ischinger. Ja. Die Badische Landeskirche hat es war 2018, ein Konzept veröffentlicht, Sicherheit neu denken, von der militärischen Sicherheit zur zivilen Sicherheit. Das Thema Frieden ist eigentlich überall runtergerutscht und jetzt nach Corona noch direkt. Das beklagen sogar die großen 5 Friedensforschungsinstitute, dass die ganze Friedens- und Entwicklungsarbeit zum Stillstand gekommen ist. Und das ist in einer Zeit derartiger Krisen wie heute fatal. Und ich darf dir jetzt das Wort geben, Gudrun. Mhm. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank, liebe Inge, und weil mich das Konzept ungeheuerlich inspiriert. Und tatsächlich will dieses Konzept Sicherheit neu denken Inspiration sein für einen Richtungswechsel und einen Paradigmenwechsel. Und dabei geht es nicht nur um Fakten, sondern auch um das persönliche Fühlen, wenn es um Begriffe wie Sicherheit und Frieden geht. Die weltweiten ökologischen, politischen und sozialen Herausforderungen und Konflikte lassen sich nicht mit militärischen Mitteln lösen. Das ist vielfach nachlesbar. Und die Kampagne und das Konzept Sicherheit neu denken stellt einen Schatz an Material zur Verfügung. Sicherheit neu denken ist eine umfassende Aufklärung in dem konstruktiven Geist, der Zukunft schaffen kann. Und das Szenario erklärt einfach und übersichtlich den Weg von einer militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Und sogar einen Zeitrahmen gibt es, damit Zwischenschritte kontrolliert werden können und die Umsetzung dann auch gelingt. Ja, hier ist das Konzept so übersichtlich wie wünschenswert. Was wir brauchen, ist ein grundlegendes Umdenken vom sicherheitslogischen Verständnis zum friedenslogischen Verständnis in Politik und Gesellschaft. Und mit diesem inspirierenden Konzept eines Szenarios für eine zivile Politik für Sicherheit und Frieden werden manche Ausreden obsolet. Und diese Ausreden, die beginnen immer mit aber. Ja, aber was ist mit dem, was ist mit dem? Ja, also durch dieses Konzept kann die Fantasie wirklich aus dem Vollen schöpfen, ja, und man kann sich auch eine Umsetzung vorstellen. Ja, und es hat doch auch ein Zeitlimit. Es ist doch auf eine bestimmte Zeit gedacht. Genau. Nicht? Das ist ja ganz wichtig dazu zu sagen, dass es ein langer Zeitraum ist. Genau. Es gibt verschiedene Zwischenschritte, zum Beispiel ein Zwischenschritt bis 2025, dann wieder einer bis 2030. Und es soll 2040 soll die Umsetzung vollzogen sein, dass wir kein Militär mehr brauchen, sondern uns rein einer resilienten Demokratie widmen, rein den gerechten Außenbeziehungen widmen können. Dann
nachhaltige EU-Nachbarschaft pflegen können. Ja, und die Bundeswehr soll auch konvertiert sein. Ja, das sind die 5 Säulen, auf denen das ruht, das ganze Konzept. Nicht genau. Wahr? Und sogar die Leitlinien von 2017 der deutschen Bundesregierung betonen das Primat der Politik und den Vorrang der Prävention. Und die UNO per se natürlich beschäftigt sich auch damit. Und laut UN- und Weltbankbericht von 2018 spart jeder in Prävention investierte Euro 16 Euro an Folgekosten. Das muss man sich mal vorstellen, was wir da anders ausgeben könnten. Ja, ich frage mich dann immer, was steht uns eigentlich entgegen? Ja, muss es wirklich zum Showdown kommen? Ja, und deswegen, ja, ich lege einfach lieber meine Aufmerksamkeit auf das Mögliche und das Werdende und habe Zuversicht und Hoffnung, gerade mit diesem Konzept. Aber kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass bis 2025 Folgendes machbar ist? Das steht da drin, ja, also was da machbar sein soll. Deutschland entwickelt in Kooperation mit gleichgesinnten weiteren Staaten eine nachhaltige zivile Sicherheitspolitik, die auf diesen 5 Säulen beruht. Ja, also ich wiederhole sie nochmal, diese 5 Säulen. Gerechte Außenbeziehungen, resiliente Demokratie, nachhaltige EU-Nachbarschaft, internationale Sicherheitsarchitektur und die Konversion der Bundeswehr. Genau. Kannst du dir vorstellen, dass das bis 2025 machbar ist? Kaum. Solange wir die NATO haben, da kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ja. Und bis 2040? Ja, da muss man noch mal sehen, muss einiges transformiert werden, zum Beispiel auch die UN. Ja. Ich denke, der Sicherheitsrat, wie er jetzt sich zusammensetzt, kann es nicht sein. Ich denke, da braucht es auch neue Ideen. Ja, mir scheint es manchmal so, dass das, wenn wir selber ja, uns Beschränkungen im Denken aufgeben, ja, dass, woher soll dann die Politik die Beschränkungen aufgeben? Ja? Also genau, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns selber unsere Räume, unsere denkbaren Räume bewusst werden. Ja? Ach, du meinst, wenn ich sowas Negatives anspreche, wie die NATO, dass das ein Hindernis sein könnte in dieser Vision dieses Konzepts? Ja, ja, also meinst du das wirklich? Also zum Beispiel in diesem Konzept, da geht es ja auch um die NATO, um die Rolle Deutschlands in der NATO. Ja? Aber warum soll jetzt zum Beispiel Deutschland keine zivilen Aufgaben in der NATO wahrnehmen? Anstatt militärische Aufgaben gibt es so viele zivile Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Warum und nicht im Rahmen der NATO? Ja, also jedenfalls ist es da drin ganz gut beschrieben und so ja, kann man es durchaus machen. Also ist es für mich machbar und auch vorstellbar. Ja, also wie gesagt, was machbar ist, was vorstellbar ist, ja, ist auch machbar. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt eben auch, das sagen auch so Leute wie Albert Einstein. Oh ja, stimmt. Ja, und gleichzeitig aber, was vorstellbar ist, das muss nicht unbedingt gut sein. Ja, es kommt darauf an, wie die Weichen gestellt werden. Und die Kampagne Sicherheit neu denken ist ja eine Bildungskampagne. Ja, sie will deutlich machen, worum es genau geht. Und meines Erachtens ist sie auch deswegen sehr glaubwürdig, weil es gibt nicht nur die Trendanalyse in Sachen Utopie, also wie es besser werden kann, sondern sie haben auch untersucht, was ist, wenn es so weiterläuft wie bisher. Also die Dystopie wird auch beschrieben in dem Buch. Und das heißt Sackgasse. Ja, Sackgasse, genau, die Abwärtsspirale. Ja. Ja. Wenn wir eben weiterhin investieren oder unsere wertvollen Ressourcen einfach durch Kriege und Militär und so weiter vernichten. Ja. Also natürlich lese ich in dem Buch lieber über die positiven Visionen, ist schon klar. Ja, und die regen auch meine Vorstellung an, also tatsächlich. Und Psychologen sagen ja auch,
dass eine klare Vorstellung auf einer systemischen Ebene Entwicklungskräfte entwickelt. Und deswegen heißt die Reihenfolge, die Begriffsfolge für mich eigentlich denkbar, vorstellbar, machbar, möglich und das schafft dann die Wirklichkeit. Ja. Mhm. Und die Frage heißt dann für mich, zu welcher Wirklichkeit will ich beitragen oder wollen wir auch gemeinsam beitragen als Gesellschaft? Ja, und damit ich das auch weiß, ist es notwendig, dass ich ja, mich auch auf individuellen und auch auf einer persönlichen Ebene mit Begriffen wie Sicherheit und Frieden dann auseinandersetze. Ja. Ja, und im Grunde genommen haben die großen Friedensaktivisten, ich denke an Martin Luther King, ja auch diesen Traum gehabt. Genau. Ich habe einen Traum, nicht? Und wie sich da was doch gewandelt hat. Ne? Natürlich gibt es dann immer wieder Rückfälle, aber es war ein unglaublicher Aufbruch in jener Zeit, schwarz-weiß und diese schreckliche Diskriminierung der dunkelhäutigen Bevölkerung. Visionen haben, Träume haben, ja, das und das immer wieder vorstellen, sich mit anderen besprechen. Es gibt da sogar ein ganz tolles Lied, das wir auch schon in den 80er Jahren gesungen haben, wenn einer alleine träumt, dann ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, dann ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Ich habe dieses Lied geliebt. Ja. Und es hat auch seine Wirkung in Lateinamerika. Es hat die Kleinen gestärkt. Es wurde eine ziemlich starke Bewegung. Ja. Immer wieder Rückschläge, aber immer wieder aufgestanden. Ja. Das gefällt mir gut, Inge, wenn du das so erzählst. Von dem Lied, das es schon so lang gibt. Ja, ich will dich nämlich stellvertretend für unsere Zuhörerinnen, aber vielleicht will ja die eine oder andere auch mitmachen, zur selbstreflektiven Übung einladen. Aha. Ja, also selbstreflektiv im Sinne von, dass ich dir jetzt zwei Fragen hintereinander stelle und dann jeweils nach einer Frage den Gong schlag und während der Gong tönt, träumst du den Traum, zum Beispiel, ich fange jetzt gleich an mit der ersten Frage, wie und wo erlebst du Sicherheit? Ja, da gehöre ich nun gerade zu den Privilegierten. Weißt du, ich habe eine Wohnung, was heute etwas Kostbares ist, bei diesen Mietpreisen. Und ich habe auch sogar einen Garten. Und ich habe eine Familie, die sogar zusammenhält, auch wenn Konflikte da sind. Und dann kommen wir doch gleich zur zweiten Frage, also auch wieder zum Träumen. Wie und wo erlebst du Frieden? Ja, Frieden, das kann im Kleinen sein. Schon in der Auseinandersetzung über ein Thema wie jetzt zum Beispiel Corona-Maßnahmen. Da habe ich das so in meiner Familie erlebt und wie wir verschiedene Sichtweisen hatten, aber wie wir die ausgetauscht haben und dann gegenseitig bestätigt, ja, du hast deine Sicht, ich lasse die dir. Aber ich respektiere auch meine Sicht. Und das geschah dann auch so. Mhm. Ich finde, das ist, wenn etwas transparent auf den Tisch gelegt wird, ja, also dann kann es nicht unter den Teppich gekehrt werden oder eine schlechte Stimmung erzeugen. Mhm. Und so war es dann immer hinterher eine gute Stimmung. Ja. Und das ist für mich Frieden. Das klingt nach Verbundenheit und Wärme. Ja. Das bedeutet Frieden. Ja.
Sehr schön. Ja, und vielleicht hast du oder auch die Zuhörenden ja festgestellt, dass die Antworten auf beide Fragen ja ganz anderer Natur sind. Ja, das nach Sicherheit hat oft was mit dem Materiellen zu tun und das nach Frieden, die Träume über Frieden, das ist mehr so, ja, mehr das Atmosphärische, wo wir uns wohlfühlen. Also der Fragen soll es kein Ende sein. Es sind noch zwei Rätselfragen. Die erste Rätselfrage: Wie viele verschiedene gewaltfreie Methoden gibt es? Und zwar hat sich da ein Wissenschaftler, der übrigens auch Preisträger des Alternativen Nobelpreises ist, ein Mann namens Gene Sharp, Gedanken gemacht und er mit seinem Institut und hat die zusammengetragen in einem dicken Buch. Wie viele verschiedene gewaltfreie Methoden gibt es nach diesem Gene Sharp? A. 23, B. 9, C. 198 oder D. 103? Wie Ja, viele meinst du? ich tendiere zu 103. Das ist ja, wäre ja schon. Das ist auch schon viel, gell? Aber natürlich kannst du dir vielleicht vorstellen, der hat tatsächlich 198 Methoden zusammengetragen. Verschiedene Methoden. Verschiedene Methoden. Was mich auch besonders fasziniert, ist, dass dieser Wissenschaftler glatt ein Buch geschrieben hat, das heißt Von der Diktatur zur Demokratie, ein Leitfaden für die Befreiung, das Lehrbuch zum gewaltlosen Sturz von Diktatoren. Oh. Ja, also das hat der 2008 hat das herausgegeben oder ist es in Deutschland erschienen? Das ist Und ja das finde ich, hochaktuell. ja, das finde ich so faszinierend. Also dass es wirklich ja, Leitfäden gibt, um Diktaturen umzuwandeln. Also kein Mensch braucht Panzer dafür, sondern er muss eigentlich nur ein Buch lesen. Ja. Also das finde ich gut. Ja, no, gleich noch eine Rätselfrage und zwar: Warum sollte ein Aufstand gegen einen Diktator gewaltfrei sein? Auch hier wieder ein paar Angebote, weil gewaltfreie Aufstände erfolgreicher sind oder weil es moralisch besser ist oder weil es so in der Bibel steht. Du darfst es sagen, Inge, Ja, weil gewaltfreie Aufstände einfach erfolgreicher sind. das ist Ja, klar. genau. Das wissen wir ja eigentlich schon seit dieser berühmten Studie von Erika Chenoweth und ihrer Kollegin Maria Stephan, die allerdings nur bis 2012 gegangen ist. Und diese beiden Wissenschaftlerinnen, die haben natürlich auch die Entwicklung danach auch beobachtet und haben tatsächlich dann eine Folgestudie veranlasst und haben sich überlegt, hat gewaltfreier Widerstand immer noch Zukunft? Und sie haben dann herausgefunden, tatsächlich ja. Und zwar, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, ja, wenn das Wissen darüber verbreitet wird, wie gewaltfreier Widerstand funktioniert. Und ja, wenn Bewegungen mehr Zeit und Energie in die Planung von Kampagnen investieren. Ja, das Ja. kann ich bestätigen. Genau, und deswegen. Ziviler Ungehorsam bis zur Abrüstung, das ging um die Atomraketen, die in Deutschland stationiert waren. Und das war in den 80er Jahren, das war Genau, eine Kampagne, genau. wirklich Und jahrelang. aufgrund dieser Kampagne hat Ja. sich ja auch die Sich Kampagne Sicherheit Neu Ja. Denken entwickelt. Ja, Genau. das ist Und dann gibt interessant. es noch eine dritte Bedingung, die mir auch besonders gut gefällt, also weil ich eben auch denke, dass wenn Menschen zusammenkommen, ja, dass dann viel passieren kann. Genau, und die dritte Bedingung ist, wenn sich die Menschen untereinander austauschen und ihre Erfahrungen teilen. Also es hat nicht nur was mit Wissen zu tun, sondern einfach auch mit Kraft und Hoffnung teilen. Ja? Das habe ich wunderbar erlebt bei diesem Gebiet in der
der Freien Heide, das überlege ich gerade, das war ein großes Militärgebiet, ein Übungsgebiet für die Zeiten der Sowjetunion. Gar nicht so weit an der Grenze zur ehemaligen DDR. Und ein wunderbares Naturschutzgebiet. Und das war wie der G7-Gipfel an der Ostsee da war. Und da gab es eben diese Bewegung, zusammen mit den ganzen Bürgerinitiativen, wie diese für die Entmilitarisierung dieses großen Heidegebiets waren. Und wie wir dann dieses Heidegebiet, obwohl es verboten war, betreten haben in großen Gruppen, dort uns in einem ehemaligen Bunker getroffen haben und abends noch getanzt und sehr viel ausgetauscht über unsere Erlebnisse. Die Leute aus der Freien Heide, die dort damals alle, die waren so glücklich, dass sie so viel Unterstützung bekamen hatten. Und es ist, glaube ich, geglückt, dieses Manöver und dieser Schießübungsplatz, der ist frei geblieben. Also das ist erfolgreich gewesen. Jedenfalls war das ein schönes Erlebnis mit dem Austauschen, miteinander. Mit die Spannung, die wir alle erlebt haben, wie wir dieses Waldstück eben erobert haben, in Anführungsstrichen. Ja, noch eine Geschichte zum Schluss. Und zwar die Geschichte der zwei Wölfe. Ja, eine betagte Indianerin sitzt mit ihrer Enkelin am Feuer, am Lagerfeuer. Ja, und die Oma sagt zur Enkelin: Weißt du, manchmal ist es, als wenn zwei Wölfe in meiner Brust kämpfen. Ja, der eine Wolf ist rachsüchtig, böse und aggressiv. Und der andere Wolf ist liebevoll, sanftmütig, ja, und hat Interesse an anderen. Und sie wird wieder still. Und dann sagt die Enkelin: Und welcher der beiden gewinnt? Ja, das Feuer knackt weiter. Ja, und dann in dieses Feuer rein, sagt dann die Indianerin: Der Wolf, den ich füttere. Ja, und in diesem Sinne, ja, möchte ich den Wolf füttern, der sich entschieden hat, das Leben und die Menschen zu lieben. Aber diese Geschichte ist doch wunderbar. Wenn den Wolf, den ich füttere, und das ist ja eben die Krux, dass die Rüstung und der Krieg gefüttert wird. Mhm. Ja? Und dadurch immer wieder neue Kriege entstehen. Denn ohne diese Waffenexporte wird es befeuert. Und ich denke, dass die da auch das neue Denken, dieses, was da auch gefordert wird, eine Transformation der Rüstung in zivile Produktion. Und da hat auch die Gewerkschaft ja schon so viele Pläne gehabt, die sind in den Schubladen verschwunden. Wie mit diesen Maschinen und mit diesen Fabriken andere zivile Produktion geleistet werden kann. Also diese Geschichte ist jedenfalls sehr schön zum Nachdenken, wie die andere Seite gefüttert werden kann. Und da könnte ich ganz viel erzählen. Ja. Wie, ja, und das hat ja mit resilienter Demokratie zu tun, und da haben wir ja unendlich viele NGOs, die sich da einsetzen. Am 22. Juni ist in der Zeit ein Artikel vom russischen Präsident Putin erschienen. Und ich habe diesen Artikel gelesen und war also richtig berührt davon, dass dieser Präsident von einem doch großen Land, und das auch immer als aggressiv hingestellt wird, ja, in aller Bescheidenheit ein Friedensangebot an die Deutschen geschrieben hat. Ja, für mich ist das ein Friedensangebot. Und für mich ist es auch glaubwürdig deswegen, weil er sich selber auch nicht von Fehlern, die er gemacht hat, ausschließt. Also er schreibt zum Beispiel,
Er schreibt von einer Last früherer Missverständnisse, Kränkungen, Konflikte und Fehler, die mit sich herumzuschleppen, wir uns einfach nicht leisten können. Eine Last, die uns an der Lösung aktueller Probleme hindert. Und wir sind überzeugt, dass wir alle diese Fehler einzuräumen und zu korrigieren haben. Also er spricht von wir, also er bezieht sich da selber mit ein. Und deswegen ist für mich das auch sehr glaubwürdig. Und er spricht genau von diesen Sachen, die er gerne hätte, die auch dieses Konzept Sicherheit neu denken anspricht. Also zum Beispiel ist da angedacht, dass bis 2026 Verhandlungen zwischen der EU und Russland zur Bildung einer Wirtschaftszone stattfinden sollen. Oder bis 2026 Beginn von Verhandlungen über eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland und so weiter. Ja, und Putin schreibt zum Beispiel also als Schlusssatz: Unser gemeinsames und unstrittiges Ziel ist es, die Sicherheit des Kontinents ohne Trennlinien und einen einheitlichen Raum für eine gleichberechtigte Kooperation und kollektive Entwicklung im Sinne der Prosperität Europas und der ganzen Welt sicherzustellen. Ja, ich empfehle wirklich jedem, diesen Artikel über Zeit online zu lesen. Ja, ich war auch so glücklich über diesen Artikel, weil das ja genau an diesem Datum war, 22. Juni, in Erinnerung an den Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion. Und jetzt hat ja auch Walter Steinmeier auch sehr daran erinnert. Ich bin so froh um dieses Statement von Walter Steinmeier und dem Bundespräsidenten. Er sprach eben von dem Vernichtungsfeldzug. Und deswegen ist das so was Besonderes, dass er dann daran erinnert. Und ja, es ist ein Neuanfang, neu beginnen miteinander. Eben angesichts der Weltsituation für unseren Globus, für unsere Erde, für Mutter Erde, also für alle gemeinsam. Deswegen finde ich es großartig. Ja. Und ich fürchte, ich hoffe, dass das Misstrauen beiseite gelegt wird. Nochmal O-Ton Putin. Ich möchte noch einmal betonen, Russland plädiert für die Wiederherstellung einer umfassenden Partnerschaft zu Europa. Es gibt viele Themen von gemeinsamem Interesse. Sicherheit und strategische Stabilität, Gesundheit und Bildung, Digitalisierung, Energiewirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technologie, Lösungen für Klima- und Umweltprobleme. Ja, ja. Und wenn wir bedenken, wie empfindlich unsere ganze Wirtschaft eigentlich ist, es ist nicht möglich, mit Militär den Frieden zu sichern. Wir sind viel zu sensibel und viel zu verwundbar, sage ich. Ich frage mich natürlich, wer soll das leisten? Das heißt also Vernetzung von allen. Bekannt machen, das hast du heute getan, und dann Vernetzung und mit aller Kraft daran arbeiten. Und dass diese Vision für im Sinne auch für unsere Enkel, wir müssen daran denken, ja, für eine friedliche, kooperative Welt. Miteinander. Dass wir stärken. Darum geht's. Danke herzlich, dass du gekommen bist und uns dieses Konzept vorgestellt hast. Ein Danke unseren Hörern und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Und jeder kann übrigens etwas für den Frieden tun. Und wenn auch nur mit dem Geldbeutel. Und das ist wichtig. Ohne Rüstung leben. Und die Deutsche Friedensgesellschaft und die Friedenskooperative. Alle brauchen die Geld. Ja, helfen wir mit. Guten Abend.